Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Formats Fit for Ost, eine Videoreihe, in der wir Interessantes aus Münster und Umgebung genauer unter die Lupe nehmen. Raum und Treffpunkt zugleich, das Live-Performance-Meeting in Münster. Vom 13. bis zum 16. April konnten Interessierte sich nicht nur austauschen, sondern auch mit diversen Ausdrucksformen der audiovisuellen und darstellenden Kunst experimentieren. Aber seht selbst. The most unique thing about this event is the fact that it's an event made from artist to the artist. So it's like giving something and receiving something back. I think it's just a very like niche space for like people who work with arts and technology, and I think it's a really cool platform like for emerging artists at the same time. Meeting all the people, the different artists from all over the world coming together. They give you some space to experiment and to put your new stuff out there. Not have any fear to experiment. I mean, it's a bunch of nerds doing nerdy stuff. Yeah, maybe just exchange with humanity, with the others. We are coming from everywhere, so it's nice also this international community. It's very pure, it's very genuine. The chance to actually connect across countries is just a great opportunity. To meet people, to get your mind blown, I suppose. Basically to have a good time with nice people. Austausch erfolgte auch am 1. Juni, als der Bundesfinanzminister Christian Lindner das Bürgerhaus Bennohaus im Rahmen seiner Bürgerdialogtour besuchte. Am 1.6.2023 besuchte der Bundesfinanzminister Christian Lindner im Rahmen einer Bürgerdialogtour durch ganz Deutschland das Bürgerhaus Bennohaus in Münster. Neben Lindner kamen zahlreiche BürgerInnen aus unterschiedlichen Gründen zu der Veranstaltung. Versprochen wurde ihnen unter anderem, dass Lösungsansätze aktueller Herausforderungen wie der Inflation diskutiert werden würden. Außerdem sei das Publikum dazu ermutigt, Fragen zu stellen und Zweifel zu äußern. Das Ziel, der BürgerInnen-Austausch. Wir wollten Näheres bezüglich der Beweggründe der BesucherInnen erfahren. Deshalb haben wir die TeilnehmerInnen des Events befragt. Während manche dem Treffen mit dem Finanzminister skeptisch entgegenblickten, waren andere optimistischer gestimmt. Was hat euch dazu bewegt, an der Veranstaltung teilzunehmen? Mir persönlich gefällt der Herr Lindner sehr gut. Ich bin zwar kein FDP-Mitglied, aber irgendwo Anhänger. Und mein Enkel, der ist bei den Jungliberalen, interessiert sich für die liberale Politik. Und ich bin froh, dass es wenigstens einen in der Ampel gibt, der ab und zu mal Nein sagt. Deshalb bin ich hier. Wir sind verschiedene Leute, die sich für die Klimagerechtigkeit einsetzen und arbeiten dafür. Und Herr Lindner ist für meine Begriffe ein großer Störfaktor in diesem Prozess und ist in der Ampel nicht sehr
förderlich, sondern blockiert sehr vieles und macht Klientelpolitik. Und da mit so einer Politik werden wir niemals die Klimaziele erreichen. Und deswegen möchten wir hier einfach stehen, um ihn vielleicht darauf aufmerksam zu machen. Im Moment bin ich sehr stark daran interessiert, wie Herr Lindner die Sache sieht, auch mit dem Finanzhaushalt, mit der Technologieoffenheit im Bereich von Sustainability, Wasserstoff, E-Autos etc. Da bin ich durchaus teilweise sehr stark anderer Meinung. Ich bin generell sehr politisch interessiert und denke, dass es eine sehr wichtige Veranstaltung ist, einfach auch mal mit MinisterInnen ins Gespräch zu kommen. Ich finde schon wichtig, gewisses politisches Arrangement, also zumindest wählen und sich davor zu erkundigen, aber auch schon davor immer sich politisch weiterzubilden. Und ich denke, wenn der Herr Lindner jetzt schon nach Münster kommt, ist das ein ganz guter Anstoß, um da vielleicht auch ein bisschen mehr reinzukommen und die Interesse zu wecken. Was erhofft ihr euch von den Bürgerdialogveranstaltungen und empfindet ihr diese als zielführend? Ich hoffe mir, dass wir die Fragen stellen können, die wir haben. Und dass Christian Lindner einfach authentisch ist. Schon allein vom Namen aus her denke ich, dass es schon wirklich ein Dialog sein sollte. Heißt, nicht einfach nur so ein Interview mit ein paar Fragestellen, sondern auch ein Hin und Her, so ein Ideenaustausch. Politiker sind ja immer gut darin, sich rauszureden und auf unbequeme Fragen nicht zu antworten. Und das Thema, was ich habe, das wird nicht so offen ausgesprochen, gerade auch von Christian Lindner nicht, obwohl er da eigentlich in der Verantwortung stünde und ich hoffe, da jetzt eine Antwort drauf zu kriegen. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass die Bürger die Politiker befragen können. Ob sie zielführend ist, das bleibt abzuwarten. Hauptsache, es wird keine Wahlveranstaltung der FDP. Dann wären das Steuergelder, ne? Das wäre dann kritisch zu sehen. Aber das werden wir mal am Ende der Veranstaltung sehen, wie das ausgestaltet ist. Welche Themen liegen euch besonders am Herzen? Fragen des Klimawandels, aber auch der Geschlechtergleichstellung und Migration, ganz großes Thema. Nachhaltigkeit und E-Mobilität, das sind für mich die Hauptthemen. Ja, mein Alter ist natürlich immer das Heizungsgesetz, was da jetzt rauskommt. Für Münster wäre sicherlich die Verkehrsberuhigung das allerwichtigste Thema. Münster schmückt sich immer gerne mit bunten Federn, aber passiert ist de facto gar nichts. Eine klimapolitische Frage zum Emissionshandel, den die FDP befürwortet, ist letzten Endes tatsächlich ein sehr gutes Klimaschutzinstrument, ein sehr hartes Klimaschutzinstrument. Hat nur für die Bürger zur Folge, dass die Preise für Gas und Benzin drastisch ansteigen. Und diese Kommunikation mit unserem Programm, steigen die Benzin- und Gaspreise drastisch an, die vermisse ich noch. Und danach möchte ich Christian Lindner heute fragen, ob er das nachholen möchte. Neben den BürgerInnen war es uns auch möglich, ein kurzes Gespräch mit Christian Lindner zu führen und herauszufinden, welche Gedanken und Ziele den Bundesfinanzminister im Hinblick auf die Veranstaltung antrieben. Das, was ich mir erhofft habe, habe ich hier heute erlebt. Ein Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern über das, was ihnen auf den Nägeln brennt und auch mit dem, was die Demokratie ja ausmacht, nämlich Kontroverse. Zudem ging er auf die Bedeutsamkeit von Dialogen dieser Art ein und äußerte sich auch bezüglich des Verhaltens des Publikums. Es müssen Ängste, Wünsche, Sorgen und auch Forderungen ausgesprochen werden. Und es gibt viele Dinge, die in unserem Land vielleicht noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Und ich finde, sprechen und Gedanken austauschen, über Lösungen miteinander beraten, das kann nur zu besseren politischen Ergebnissen führen. Umso bedauerlicher, wenn es manche gibt, die mit Gesten der akustischen Gewalt genau diesen Austausch unterdrücken wollen, die kein Interesse haben an Gegenpositionen. Manchmal könnte das Gegenüber ja recht haben. Die Veranstaltung verdeutlichte, dass ein klarer Wunsch nach Meinungsaustausch sowie das Bedürfnis besteht, auch eigene Lösungsvorschläge für die Probleme unserer Zeit anzubringen. Die aufgeladene Stimmung im Saal zeigte zudem, dass die momentane politische Lage und deren Lösungsvorschläge durchaus teilweise Unzufriedenheit und Missmut begünstigen. Es bleibt abzuwarten, mit welchen Meinungen der Finanzminister auf seiner Bürgerdialogtour in Zukunft konfrontiert wird, bis ihn dann die letzte Station der Bürgerdialogtour am 30. September nach Oldenburg führen wird.
Nun endet doch schon die heutige Episode unseres Formats Viertel vor Ost. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Einblick in die letzten großen Veranstaltungen des Hauses ermöglichen konnten. Bis dahin.